Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar jetzt in Richtung Todesberg. Richtung Goronia. Dort drüben sehen wir schon den nächsten Titan. Den vierten Titan. Den letzten Titan. Den wollen wir erreichen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt am besten vorankommen. Richtung Goronia. Hier vom Elden Turm aus. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt gleich unsere Medizin brauchen werden. Wir könnten sie eigentlich jetzt schon mal direkt ausrüsten, beziehungsweise einsetzen. So, mal eben kurz gucken. Zwei Stück haben wir gekauft. Also uns wurde empfohlen, drei Medizin-Flaschen zu kaufen. Aber ein bis zwei Flaschen reichen auf jeden Fall aus. Mehr braucht man eigentlich nicht. Vorausgesetzt natürlich, man kauft sich in Goronia dann direkt, Ausrüstung. Und genau das wollen wir ja auch. Also, erstmal empor in die Lüfte, dank unserer neuen Fähigkeit Revalis Sturm. So können wir auf jeden Fall schon mal, oh, aufpassen. Ja, wir merken, unsere Ausrüstung verbrennt hier allmählich. Was können wir auswählen? Ein Wächterschild vielleicht? Aber auch das kokelt irgendwie weg. Moment. Dann nehmen wir einfach mal einen Ritterbogen. Der sollte nicht wegkokeln. Okay. Mal eben kurz gucken, wie warm es hier ist. Fehlermeldung. Alles klar. Gut. Ich glaube, das ist hier unerträglich warm. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt hier nicht verspekuliert haben. Als ich dann doch so neunmal klug war und nur ein einziges, beziehungsweise zwei Tränke nehmen wollte. Die Echsen scheinen sich hier wohlzufühlen bei den Temperaturen. So, ich hoffe, dass wir, wenn wir dem Weg hier folgen, Richtung Goronia unterwegs sind. Ich bin da zuversichtlich. Natürlich sollten wir jetzt hier nicht zu sicher sein. Wie gesagt, 12 Minuten Zeit haben wir. Wir könnten hier unten auch lang. Aber wir laufen lieber hier oben die Felsen entlang. Habe ich mir so vorgenommen. Aber hier ist Feierabend. Anscheinend. Okay, Freunde. Holdrü. Ich hoffe, wir haben hier keine allzu vielen Gegner. Aber wir gehen mal nicht vom Schlimmsten aus. Südmine. Ah, sehr gut. Hier sind wir, glaube ich, genau richtig. Wer bist denn du? Pupunda, hör mal zu. Was ist denn los? Warum beklagst du dich gerade andauernd? Weiß ich doch nicht. Warum? Warum weißt du das nicht? Wenn du erwachsen bist, dann kann man ja wohl verlangen, dass du Bescheid weißt. Ja, das war jetzt schon mal sehr hilfreich. Also die Goronen hier scheinen in jedem Fall an irgendwas zu arbeiten. Ja, ich würde jetzt eigentlich noch mit allen hier reden wollen, aber hier ist es auf jeden Fall angebracht, dass wir hier durchwaschen. Wie gesagt, wir haben nicht allzu viel Zeit. Und was wir als erstes tun wollen, wenn wir in Goronia ankommen, ist uns neue Ausrüstung kaufen, weil das brauchen wir. Mit der Medizin kommen wir noch 9 Minuten aus. Und mit Ausrüstung würden wir unendlich lang auskommen. Das ist unser Ziel, weil es auch in Goronia, tippe ich mal, sehr warm ist. Die haben da garantiert keine Klimaanlage. Das würde mich schon sehr überraschen. So, der Weg ist auf jeden Fall, glaube ich, korrekt, oder? Todesberg Etappe 4. Hier entlang nach Goronia. Okay. Also einfach dem Weg folgen. Das klingt jetzt nicht so schwierig. Und immerhin haben wir den Weg dann doch auch ohne irgendwelche Gegner überbrückt. Was hat ihr denn hier für Gefiedertiere? Ups. Ich dachte gerade schon, die sind jetzt freiwillig abgehauen. In die Lava. Edelgeflügel. Besonders große und hochwertige Keule. Man kann sie roh verzehren, aber als Kochzutat füllt sie mehr Herzen auf. Alles klar, sogar noch eins? Sehr gut. Vielen Dank dafür. What? What?
Alter, nein! Wow, 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 wow. Alter, was mache ich hier? Was, warum ist hier die Lavakugel runtergeplumpst? Was war das? Warum? Okay, wir sollten hier rennen. Eine andere Chance haben wir hier nicht. War es jetzt, war es einmalig oder kommen die Feuerbälle wieder? Nee. Der Titan hat wohl auch schlechte Laune. Und ich glaube, der ist verantwortlich für die ganzen Feuerbälle. Okay, jetzt nichts wie auf nach Goronia. Dort haben wir hoffentlich erst einmal wenigstens Schutz. Das würde mich sehr beruhigen. Goronia, willkommen also hier in einem neuen Dorf. Moment. Ich glaube, hier haben wir direkt einen Laden. Ein T-Shirt-Laden. Ne, hier haben wir sogar eine ganze Ausrüstung. Sehr gut. Aber, ja, wir gucken mal erstmal. Antifeuerhose. Hose aus Stein und anderen feuerfesten Materialien, die von Goronen für Hyliana angefertigt wird, die sich bis nach Goronia wagen. Antifeuerhose, dafür bekäme ich 700 Rubine. Alles klar. Vielen Dank. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Immer wieder gerne. Was haben wir hier noch? Antifeuerrüstung. 600, das passt ja genau. Eine Antifeuerrüstung. Dafür bekomme ich 600 Rubine. Eine von Goron 4 Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Gebongt. Danke. Ja, damit haben wir die wichtigsten Einkäufe getätigt. Wir könnten natürlich auch noch hier eine Antifeuerhelm ausrüsten. Also kaufen. Für 2000 Rubine. Steinerner Helm, den Handwerker in Goronia an Touristen verkaufen. Er umschließt den Kopf vollständig und schützt so vor Brandverletzungen. Können wir uns aber bei weitem nicht leisten. Erstmal jedoch, bevor wir hier gleich verbrennen, unsere schöne Rüstung ausgerüstet. Und schon kann uns zumindest die Hitze nichts mehr ausmachen. Also wir können hier nicht verbrennen. Auch wenn wir noch wahrscheinlich Schaden bekommen, wenn wir ja, mit Feuergegnern kämpfen. Das glaube ich dann doch schon. Okay. Puh. Schon ein beruhigendes Gefühl, dass wir uns jetzt hier umschauen können, ohne Angst zu haben, dass hier direkt was passiert, dass wir hier direkt verbrennen, ohne Zeitdruck. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Eisenhammer. Okay, brauchen wir jetzt aber auch nicht mitnehmen eigentlich. Ist nicht so nötig. Wer wohnt denn hier? Also, eins ist klar, die Goronen sind nicht sehr hitzeempfindlich. Wäre aber auch ziemlich, ja, schlecht für ein Volk, was in den Bergen, vor allen Dingen am Todesberg lebt. Was haben wir hier noch Schönes? Oh. Was liegt denn da hinten? Ein Steinspalter. Ein wuchsiges Goronenschwert aus massivem Metall. Es besitzt keine Schneide, aber es braucht auch keine. Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Haben wir irgendwas zum Wegwerfen? Tja. Ah doch, nee. Wir nehmen erstmal die Wächterlanze. Die ist eh nicht allzu stark. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Nix. Also in den Häusern befinden sich unsere Kumpanen hier nicht. Unsere Goronenfreunde. Aber wer bist denn du? Sei verflucht, Rudania! Was ist denn los? Seit Rudania sich hier herumtreibt, ist es mit den Ausbrüchen des Todesberges schlimmer geworden. Rudania ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg.
Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll, aber jetzt? Jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Oh. Das hört sich nach einem Hexenschuss an, oder? Oh, au, au, au. Alles okay? Ach, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Naja, ich bin halt Reisender, ne? Aha, du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen? Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goron, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ich wollte Rudania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Zin im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Yunobo? Der junge Yunobo geht mir bei Rudania ein bisschen zur Hand. Er sollte in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück. Typisch. Bestimmt trödelt er wieder irgendwo herum. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Oh! Ach, naja, au, au, au. Alles klar. Feuertitan war Rudania neues Hauptziel. Vor allen Dingen sollen wir jetzt erst einmal Yunobo suchen und den zu... Ist es sein Vater, sein Opa? Keine Ahnung. Jedenfalls zu dem zurückbringen. Und erstmal überhaupt gucken, ob es ihm gut geht, weil man weiß ja nie, was da für Gegner sind. Was da für Gegner überall lauern am Todesberg. So, wir brauchen auch Herzen. Aber hier muss auch ein Schrein sein. Insofern wäre es vielleicht schlau, erstmal den Schrein zu machen. Und ja, dort, wenn wir das schaffen sollten, unsere Herzleiste auffüllen zu lassen. Was ich auch noch machen will, ist, bevor wir den nächsten Dungeon machen, noch ein paar Äpfel und so weiter sammeln. Ein paar Heilungs-Items. Was haben wir denn hier noch für einen Laden? Yam Yam. Ja, der schläft. Der auch. Ach ja, wir haben auch schon... Moment, 21.05 Uhr? Die schlafen aber früh hier. Okay, sei es drum. Hier haben wir erstmal auch nichts weiter. Gehen wir also zuerst einmal zu diesem ominösen Schrein, wo auch immer der sein kann. Und dann machen wir uns auf zur Südmine, wie gesagt. Das ist ja unser nächstes Ziel. So, aber alles mal wieder hier Step by Step. Okay, wir nähern uns anscheinend dem Schrein an. Bargo. Ah, ein Hylianer, was machst du denn hier? In dieser Richtung gibt es nichts außer einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum, das ist gefährlich. Ja, eben zu dieser Mine wollen wir ja auch. Gut, aber erst einmal den Schrein aktivieren. Und auch gleich in Angriff nehmen. So. Chimoitose-Schrein. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, ein neues Schreinabenteuer ruft. Holdrieu. Und, boah. Ich glaube, ich habe den Schrein schon einmal gemacht, aber so richtige Erinnerung daran habe ich jetzt gerade auch nicht. Also, schwankendes Feuer. Ach so. Der sagt mir jetzt irgendwie so nichts. Aber, Moment. Haben wir noch Feuerpfeile eventuell? Die könnten hier, glaube ich, helfen. 9 Stück, okay, ist nicht die Welt. Moment. Also ich glaube auf jeden Fall, wir müssen erstmal das Fass da runterholen. Könnte aber auch mit Bomben gehen. Moment, wir nehmen mal runde Bomben. Halt. Ja, sehr gut. So, okay, wir werfen die gleich mal. Ups. Das war schon mal sehr erfolgreich. So. Das andere lassen wir auch mal hochgehen. Und dann nehmen wir erstmal gleich
das Fass und heben's bzw. stellen's auf die Plattform und schon geht es weiter. Also der erste Raum war jetzt schon mal kein allzu großes Problem. Was ist passiert? Oh! Hier haben wir eine Kiste, würde ich mal sagen. Ein Felsenspalter, Stärke 42, schwört aus einem speziellen Metall, das nur in der Nähe von Gorunia abgebaut wird. Der Schwertpunkt ist in der Spitze, wodurch es beim Schwingen große Wucht aufbringt. Okay, also das Teil müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, dafür kann der Steinspalter mal weg. Wobei, die Lichtschuppenlanze zerbricht sowieso gleich. Es war mir eine Ehre, einer unserer, wie ich finde, besten Waffen. Aber nun ja. Okay, Felsenspalter nehmen wir jetzt mit. Und zuerst mal rüsten wir aber den Steinspalter auf, aus. Den Felsenspalter wollen wir erstmal uns noch aufbewahren, wenn stärkere Gegner kommen. Naja, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Was Unheilvolles. Oh. Sind gar nicht mal allzu leichte Gegner hier. Okay, also, Problem ist, wir sind nicht allzu allzu schnell. Oh. Mit unserem... Huah! Nein, 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 nein. Mit unserem Steinspalter hier. Macht nicht allzu viel Schaden, leider. Oh nein. Wenn ich hier drauf gehe, dann bleiben wir auch down. Das ist das Problem. So, wir haben es aber geschafft, Gott sei Dank. Und der Steinspalter, der ist nicht allzu toll. Okay, wir schmeißen das Teil mal weg. Das gefällt mir nicht. Zu langsam und nicht stark genug. Wächterschwert nehmen wir mit. Das Problem wäre, wir bleiben down. Wir würden Game Over gehen, weil unsere Fähigkeiten wie Rudania, Sturm etc. oder Mifas Gebet, das hilft hier nichts. Hier in dem Schrein. Okay. Ein Rudonit. Sehr cool. Einfach mal so hier im Raum rumstehend. Interessant. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Nichts. Also erstmal in die obere Etage. Okay, hier haben wir erstmal einen weiteren Schalter. Was machen wir denn da? Ach, ich habe schon eine Idee. Bombe nehmen. Werfen. So, Moment. Jetzt auf den Schalter stellen. Hä? Ach so, ne, brauchen wir gar nicht. Die Laterne brauchen wir ja nicht. Wir müssen jetzt irgendwie noch einen Schalter finden, damit sich das Gitter hier öffnet. So könnte das vielleicht gehen. Moment. Ja. Okay. Durchrennen. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, warum... Ach so, wir müssen uns beeilen, weil das Gitter sich wieder schließt. Alles klar. Okay, erstmal eine weitere Kiste. Die Kisten sind hier irgendwie nicht so gut versteckt, was ich gut finde. Ein kleiner Schlüssel. Okay. Den müssen wir jetzt irgendwo einsetzen. Irgendeine verschlossene Tür müssen wir hier haben. Aber habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich bin wohl zu blind. Keine Ahnung. Oh. Moment hier mal. Noch eine Kiste. Mit 10 Eispfeilen. Ja, die nehme ich auch gerne mit. Okay, aber jetzt ist natürlich die goldene Frage. Wo haben wir hier eine verschlossene Türe, die wir öffnen können? Ach, hier. Okay. Okay, okay, okay. Ach, hier ist auch so ziemlich alles klar, würde ich mal sagen. Nimm das mal eine Bombe. So. Nein! Ja, das war jetzt nicht so geplant. Mal komplett hier runtergefallen. Okay, aber egal. Rennen wir einfach wieder nach oben. Rennen wir einfach nach oben? Ach doch, da hinten.
Da geht's empor. Ich wollte gerade schon sagen. Ist aber schon so vom Umfang her einer der etwas, ja wirklich umfänglicheren Dungeons, muss ich schon sagen. Okay, hier nicht runterfallen, das wäre schon mal sehr wichtig. Das Fass nehmen wir. Stellen's ab. Und das war's schon? Ja, das war's. Okay. Dann würde ich mal sagen, nochmal gerade ebenso nicht down gegangen. Und das nächste Artefakt der Güte nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und ich würde mal sagen, zum nächsten Part hin werde ich definitiv noch ein paar Äpfel und so weiter sammeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar erstmal noch in Kakariko, weil wir uns dort das nächste Herzcontainerchen gönnen, würde ich mal so sagen. Und dann geht's auch weiter hier in Gorunia, natürlich, selbstverständlich. Weil wir dann uns auf der Suche machen in die Südmine und den Sohn von dem Anführer suchen. Ich habe den Namen von dem vergessen. Aber ist auf jeden Fall der Plan. Und ich denke mal, das ist auch ganz gut so. Also, liebe Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Und bis dahin, macht es gut.